Heute werfen wir einen Blick in die Zukunft, und zwar in die Zukunft der Marke BMW. Und das machen wir anhand dieses Fahrzeugs hier, einem BMW Visionsfahrzeug, dem BMW Vision Neue Klasse X. Und das X steht, ja, man errät es schon fast, für SUV. Im Grunde also das SUV-Pendant der schon bekannten IAA-Studie Vision Neue Klasse. Wir erinnern uns, diese Limousine, die einen Ausblick auf die Zukunft gab. Und damit herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von mobile.de. Mein Name ist Peter Fischer und wir wollen jetzt nicht weiter lang rumschnacken, sondern starten rein in dieses schöne Video mit dem Vision Neue Klasse X. Kurz natürlich, bevor wir richtig reinstarten, noch mal eine kleine Einordnung. Neue Klasse, was versteht man denn darunter, werden sich wahrscheinlich einige fragen, die nicht so ganz BMW-affin sind. Kurz gesagt, Anfang der 60er Jahre hat BMW sich mit der neuen Klasse selbst erfunden oder neu selbst erfunden. Das heißt also, Elemente, die wir immer noch als typisch BMW verzeichnen heute, wurden damals ja im Grunde aus der Traufe gehoben. Sowas wie die Shark Nose, also diese spitze Nase, die nach unten abfällt, oder auch der Hofmeisterknick, so richtig BMW-DNA. Und das hat die Marke BMW auf Jahrzehnte geprägt im Grunde. Und jetzt möchte BMW die neue Klasse noch einmal bringen. Jetzt geht es allerdings nicht um Shark Nose und auch nicht um Hofmeisterknick, sondern um Elektrifizierung und um Digitalisierung. Und dafür steht dieses Visionsfahrzeug. Anders als bei der Vision Neue Klasse Limousine trägt dieses X-Fahrzeug hier natürlich eine andere Front. Man erkennt es schon, die beleuchtete Niere hier ist eigentlich das Hauptelement im Frontdesign. BMW kehrt wieder zurück zu einer etwas kleiner gestalteten Niere, finde ich persönlich sehr gelungen, um ehrlich zu sein, und integriert das Ganze eben hier in diese ansonsten ja sehr, sehr cleane Front des Vision Neue Klasse X. Was man auch erkennt, sind natürlich diese ja, Scheinwerfer, die wirklich mit der Niere verbunden sind. Das kennen wir so schon von der Limousine im Grunde. Außerdem, ja, ein optisches Element ist diese Niere auch deshalb, weil das Ganze ein bisschen höher aufstrebt. Also die SUV-Kundschaft, vermutet BMW zumindest schon mal, steht da ein bisschen mehr drauf. Da muss ein bisschen mehr gehen sozusagen. Deshalb auch die Beleuchtung. Ansonsten sehr, sehr clean gestaltet, habe ich ja schon gesagt. Sehr reduziert im Design. Ob das dann nachher auch im Serienfahrzeug, das 2025, 2026, so zum Jahreswechsel vermutlich kommen wird, genauso sein wird, das bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall soll die aerodynamische Effizienz gesteigert worden sein um 20%. Also wir können schon mal davon ausgehen, dass die Front auch sehr, sehr clean sein wird später in der Serie. Dann schauen wir noch einmal auf die Haube. Die ist aus Aluminium und das ist auch noch nicht spruchreif, dass das in Serie kommt. Wenn wir uns das BMW-Logo mal genauer anschauen, dann werden wir erkennen, dass das hier so rausgefräst ist aus dieser hellgrauen Lackierung. Sehr schick. Ob es in Serie kommt, bleibt abzuwarten. Außerdem können wir schon verraten, wo wir hier bei der Fronthaube sind. Hier drunter wird beim Serienpendant der neuen Klasse ein Frunk sitzen. Mehr Infos gibt es noch nicht. Aber das können wir schon mal festhalten. Wenn wir jetzt uns dem Vision Neue Klasse X im Profil nähern, sehen wir auf jeden Fall große 22 Zoll Felgen. Er steht mächtig da, würde ich sagen. Das Fahrzeug hat eine Länge von ungefähr 4,70 Meter, ist also ein typisches Mittelklasse-SUV, so eine Art iX3, wobei der Name dürfte sich dann noch ändern, auch wenn das SUV der neuen Klasse potenziell der Nachfolger des iX3 werden könnte. Was fällt sonst noch auf? Auch hier super clean gestaltet. Man sieht schon keine Türgriffe. Was ist da passiert? Die Idee ist, dass man mit diesen kleinen Flügelchen hier die Tür öffnet. Also hier befindet sich ein Taster und dann öffnet sich die Tür. Dadurch entfallen eben auch die
klassischen Türgriffe. Ob das in Serie kommt, bleibt abzuwarten. Gleiches gilt auch für die Kamerarückspiegel. Auch das ist noch ein bisschen Studie mit drin. Also da müssen wir einfach mal abwarten. Damit der Nachhaltigkeit Genüge getan wird, sind hier natürlich auch recycelte Stoffe verbaut. Claro. Und um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, habe ich hier unten gerade noch was entdeckt. Future is bright und dann so ein Zwinker-Smiley. Also man hat hier auch noch ein bisschen ein Easter Egg im Vision-Fahrzeug verewigt. Dann kommen wir zur Heckansicht. Wobei ich noch eine Kleinigkeit habe, der Hofmeister-Knick, der schon erwähnte, von der neuen Klasse aus den 60er Jahren, ist hier auch nochmal hervorgehoben. Also hier gibt es noch im Glas hier hinten noch so ein kleines Element, das nochmal so ein kleiner Verweis ist. Ja, und da sehen wir das, was die Vision neue Klasse Limousine schon vorgemacht hat. Das heißt große, breite Rückleuchten. Hier wirklich schön integriert ins Blech der Studie, hier wirklich scharfe Kanten drin. Mir gefällt das sehr, sehr gut, muss ich gestehen. Wie es euch gefällt, das schreibt ihr wahrscheinlich genau jetzt in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und was wir außerdem selbstverständlich sehen, weil es sich hier um ein Elektrofahrzeug handelt und das natürlich besonders effizient sein will, ein riesiger Heckdiffusor. Auch da gilt das Gleiche wie bei der Frontschürze gerade eben schon. Ob das in dieser Form in Serie geht, warten wir mal ab. Auf jeden Fall, denke ich, sind wir uns einig, dass in irgendeiner Form hier unten die Luft in der Serienversion richtig gut rausgeleitet werden wird. Ja, und so stellt sich BMW die neue Cockpitstruktur vor, die dann in neue Klassefahrzeugen ab 2025 vorgestellt bzw. auf die Straße kommen soll. Wir sehen keinen iDrive-Controller auf jeden Fall, sondern eine Kombination von Bedienelementen. Dazu gehört natürlich einmal ein Multifunktionslenkrad und der zentrale Bildschirm, der so in Richtung linker Platz geneigt ist, damit er möglichst einfach zu bedienen ist. Außerdem gibt es dann noch ein 3D-Head-Up-Display für denjenigen, der hier auf der linken Seite sitzt. Und etwas, das nennt sich BMW Panoramic Vision. Und zwar ist das eine Projektionsfläche unterhalb der Windschutzscheibe, sozusagen zwischen Dashboard und Haube, optisch gesehen jedenfalls. Und da kann von der A-Säule links bis zur A-Säule rechts im Grunde ja, Informationen eingeblendet werden. Und das Ganze, und das ist das Neue an diesem Visionsfahrzeug, können wir jetzt auch mal schön demonstrieren. Das ist nämlich sehr gut. Man hat 6 Slots in dieser Panoramic Vision Fläche sozusagen, die man frei bestücken kann. Also ich kann hier einfach, was ich gerne haben möchte, Notifications reinziehen und hier kommt noch die Traffic Info rein und die Trip Info und dann was machen wir noch hier? Time, zack. Und die Luftqualität ist natürlich auch nicht zu verachten. Und jetzt haben alle das gut im Blick. Also es ist auch sozusagen ein demokratischer Ansatz, der dahinter steht. Alle im Fahrzeug können diese Fläche einsehen. Und ich kann auch noch, wenn ich jetzt hier irgendwie ein bisschen hier die Positionen ändern will, das ohne weiteres einfach alles so kombinieren, wie ich es gerne hätte. Außerdem natürlich, man stellt sich die Frage, wo lege ich denn hier die Fahrstufe ein? Das wird immer, immer kleiner tatsächlich. Es ist nur noch so ein kleiner Düdel hier. Eventuell wird er dann in Serie etwas anders aussehen, aber ich glaube, der allgemeine Trend geht schon zur Verkleinerung der Gangwahlhebel. Also im Grunde ein sehr, sehr cleanes, sehr, sehr aufgeräumtes Cockpit. Schönes Raumgefühl, ob es dann nachher in der Serie auch so sein wird. Das wollen wir dann natürlich mal gucken ab 2025. Was auf jeden Fall hoffentlich, hoffentlich kommt, sind diese schönen Stoffe. Das hatte ja die Vision neue Klasse als Limousine auch schon so Kordstoffgelben. Und hier hat die BMW Interior Abteilung jetzt so ein bisschen ins orangefarbene Lachs gewechselt. Finde ich, ist sehr, sehr schick. Erinnert mich auch an die 60er, 70er Jahre, um ganz ehrlich zu sein. Also neue Klasse.
Aber nicht nur eine neue Bedienung und eine neue Innenraumstruktur bekommt die neue Klasse als Fahrzeuggruppe, sondern auch eine neue Steuereinheit, eine ECU. Das heißt also, das Steuergerät ist ein einzelnes Steuergerät mit einer Redundanz allerdings. Und dieses eine Steuergerät sammelt, verwertet und analysiert alle Fahrzeugfunktionen, die fürs Fahren gemacht sind. Also alles, was Motor, Bremse, Lenkung, Fahrwerk angeht, Chassis auch. Da muss sich das Steuergerät nicht mehr alle Infos erstmal zusammensammeln und alle müssen gut miteinander kommunizieren, die einzelnen Steuergeräte, sondern alles ist in einer zentralen Einheit zusammengefasst. Und das führt dazu, dass diese Informationen 10-mal schneller verarbeitet werden können als bisher. Und das, sagt BMW, führt dann im Umkehrschluss wieder dazu, dass sich die neue Klassefahrzeuge noch mehr nach BMW anfühlen sollen, weil die Informationen halt kürzere Wege zurücklegen. Apropos Wege, das führt uns natürlich zur Reichweite, denn die neue Klassefahrzeuge von BMW werden ja ausnahmslos Elektrofahrzeuge sein. Hier im Display, die Aufmerksamen werden es schon gesehen haben, sind 600 Kilometer bei 100% Akkuladung angegeben. Den genauen Wert möchte BMW natürlich noch nicht kommunizieren. Das hier ist ja auch erstmal eine Studie bzw. das Visionsfahrzeug, keine Frage. Aber was BMW auf jeden Fall schon verrät, ist, dass die Reichweite um 30% höher liegen soll als bisher. Außerdem 20% mehr Energiedichte bei den Akkus und die Ladegeschwindigkeit soll ordentlich zulegen mit der neuen Klasse plus 30%. Das Ganze basiert übrigens auf 800 Volt Technik, also das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Weg, wie ich finde. Und das bedeutet dann in konkreten Zahlen, in 10 Minuten Laden sollen bis zu 300 Kilometer Reichweitengewinn möglich sein. Ja, und damit nähert sich unser Ausblick in die BMW Zukunft so langsam dem Ende. Also ich finde, BMW hat hier mit dem Vision Neue Klasse X wirklich ein interessantes Fahrzeug präsentiert. SUV, klar, so viel sei gesagt, ist natürlich noch mal etwas anderes als die Limousinen-Variante. Aber ich finde, das, was wir schon von der Vision Neue Klasse Limousine gesehen haben, ist hier noch mal ein bisschen nachgeschärft worden. Und ich habe zumindest den Eindruck, dass es langsam doch ein bisschen konkreter wird. Apropos konkret, wann kommen denn neue Klasse-Fahrzeuge? Ja, irgendwann 2025, wahrscheinlich eher so Ende 2025, werden wir dann die ersten richtigen neue Klasse-Fahrzeuge so langsam sehen. Das hier gibt ja erstmal nur einen Ausblick darauf, wie ein neue Klasse-Mittelklasse-SUV aussehen könnte. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem SUV, zu diesem Elektro-SUV der neuen Klasse-Familie sagt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gefällt es euch? Was haltet ihr vom Bedienkonzept? Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr natürlich gerne einen Daumen da lassen oder ein Abo. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und damit sage ich danke für heute, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns schon sehr bald wieder. Da bin ich mir sicher. Macht es gut.